Wie kommen Dämonen in Menschen? Was sind die offenen Türen? Das ist die Frage, die sich viele Leute stellen. Und dieses Video oder die nächsten Videos werden darum gehen, wie kommen Dämonen oder unreine Geister in Menschen. Wir werden uns ein paar Bibelstellen betrachten, wo es darum geht. Wir haben in den letzten Videos gesehen, dass von wo der Teufel kommt, wer unser Feind ist, was haben die Dämonen für Charakteristiken. Und heute werden wir ein bisschen mehr drauf schauen, okay, was bringt sie dazu, damit sie das Recht haben, in Menschen ihr Werk zu vollrichten. Und wie gesagt, es ist kein komplettes Teaching-Video, wo auf alle Bereiche eingegangen wird. Es ist ein Überblick. Eine kurze Lehre in diesem Bereich, um dich zu ermutigen und damit du ein bisschen weiter vorangehen kannst, damit du Autorität einnimmst über unreine Geister und die Autorität anwendest, die Jesus dir gegeben hat. Also, bevor wir einsteigen, möchte ich dich erinnern, dass du dieses Video deinen Freunden weiter teilst, damit sie auch ermutigt werden und in der Identität wandeln, die sie von Jesus bekommen haben. Und vergiss nicht, dich hier auch bei unserem YouTube-Channel zu abonnieren, damit du die letzten Videos, die veröffentlicht werden, auch rechtzeitig bekommst. Okay, also, ihr habt hier eine kurze Liste, die sich hier aufzeigt, eine Liste von verschiedenen Dingen, die die Türen öffnen für Dämonen oder dämonische Wirkungen in unserem Leben. Diese Liste ist keine vollständige Liste, sondern es sind einfach nur ein paar Dinge, die die Türen öffnen. Und im Generellen oder als Gesamtes kann man sagen, was die Tür Dämonen öffnet, ist Sünde. Im Allgemeinen. Wir werden auf ein paar Bereiche eingehen, was Sünde ist oder welche konkreten Dinge öffnen Türen diesen unreinen Geistern oder dem Teufel, damit er Einfluss in unserem Leben bekommt. Aber im Generellen ist es Zielverfehlung. Das Wort Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und wir werden uns ein paar Bereiche einfach anschauen, was ist eigentlich Sünde. Wir werden mit einer Bibelstelle beginnen, wo wir im Epheser 4, Vers 27 bis 30 lesen können. Paulus schreibt: Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hat arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allem wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Paulus schreibt in einem Brief zu Christen. Er schreibt zu Christen, also nicht zu Nichtgläubigen, nicht zu Leuten, die nicht an Jesus glauben oder ihm nicht folgen, sondern er schreibt an Christen. Und er sagt: Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn man das jetzt mal anders umdreht und anders ausdrückt, bedeutet es, was Paulus auch sagen möchte: Man kann dem Teufel Raum geben. Und er gibt ein paar kleine Dinge, detailliert er und sagt: Hey, wenn du gestohlen hast, dann stiehl jetzt nicht mehr, sondern arbeite hart und damit, was du dann verdienst, auch den Notleidenden damit helfen kannst. Sei großzügig. Er gibt ein paar so praktische Dinge oder: Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen. Dein Mund kann eine Tür sein, dass Dämonen Raum gibt, im Leben einer Person zu wirken. Deinem Mund. Dass kein hässliches Wort über eure Lippen kommt. Betrübt den Heiligen Geist nicht, der in euch ein Siegel ist. Also, wir können dem Teufel Raum geben durch bestimmte Dinge. Römer 6, Vers 2, ab Vers 2 bis Vers 18 werden wir jetzt zusammenlesen. Römer 6, Vers 2 bis 18. Da geht es darum, Paulus schreibt wiederum, dass es geht um Sklaverei und Freisein. Wir haben
in den ersten Videos schon darüber geredet, dass es ein Kampf der Information ist. Und Paulus beschreibt in diesem Kapitel sehr gut bezüglich Sklave von Sünde zu sein oder Freier von Sünde zu sein. Und wir werden das jetzt lesen. Übersetzung ist Bibel heute. Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir dann noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinem Tod hineingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Und zwar ein für alle Mal, aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Christus Jesus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeug des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Heißt das nun, dass wir einfach weiter sündigen, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen. Oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde, gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit, seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das ist ein langer Text, wo Paulus beschreibt, dass wir in Christus, wenn wir in Christus sind, wir sind durch die Taufe in ihn in den Tod getaucht worden, damit die Sünde gestorben, getötet wird, begraben wird. Und wir stehen in ein neues Leben auf, wo wir kein Sklave der Sünde mehr sind, sondern ein Sklave von Jesus. Und wenn wir Sklave von Jesus sind, sind wir frei von Sünde. Und Sünde öffnet die Tür von Dämonen, weil was Dämonen machen, sie halten uns in Sünde gefangen. Ich will aufhören zu lügen, aber ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Ich will aufhören, das zu tun, aber ich schaffe es nicht. Wir sind Sklaven von diesen Dingen. Ich will es nicht, aber ich tue es. Sklave zu sein von Sünde. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir frei sind von Sünde. Krieg der Information. Was glaube ich? Der Lüge oder der Wahrheit? Und Sünde ist es, was Türen öffnet für Dämonen. Und das müssen keine schlimmen so Sünden sein, wo wir uns denken, das ist ja richtig krass. Wie jemanden töten, Mord oder Totschlag und solche Dinge. Dämonen bekommen Zugang im Leben von Menschen, wenn Menschen in irgendwelchen Sünden leben, egal welche. Das können Lügen sein. Es gibt Dämonen, die wirken als in Lüge und halten Menschen in Lügen gefangen, wenn sie in diesen Sünden leben. Ein Beispiel davon ist Adam und Eva. Adam und Eva haben niemanden getötet. Sie haben niemanden ausgeraubt, sondern sie waren ungehorsam Gott gegenüber. Das war das, was Tod brachte. Das war das, was die Trennung brachte. Es war einfacher Ungehorsam. Ungehorsam. Und Ungehorsam öffnet Dämonen Türen. Nicht nur das, was du tust, was du nicht tun solltest, sondern auch, wenn du nicht tust, was du tun solltest. Wenn wir Jesus folgen und seine Jünger sind, hat Jesus auch einen Weg gegeben. Und wenn jemand diesen Weg auch nicht geht, Nachfolge, Jesus folgen, aus Ungehorsam, er ist sich bewusst darüber, er lebt in Ungehorsam, dann öffnet das auch Türen zu Dämonen, damit sie Einfluss in deinem Leben bekommen. Ein Beispiel dafür haben wir im Alten Testament, wo im 1. Samuel werden wir lesen im 1. Samuel 15, 22, 23, Ungehorsam ist Sünde.
Und wir lesen hier, da steht geschrieben, Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man die Stimme, der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Was für ein Wort! Saul als König von Israel hat eine Mission und ein Wort von Gott bekommen, dass er etwas tun soll. Und er hat nicht alles genauso getan, wie Gott es ihm beauftragt hat. Und aus frommen Gründen, aus religiösen Gründen, hat er sich gedacht, ich nehme ein paar solcher Tiere mit und opfere sie Gott. Eine religiöse, fromme Motivation, nicht das zu tun, was Jesus, was Gott ihm eigentlich beauftragt hat. Und das war ungehorsam. Und der Prophet Samuel kommt zu ihm und sagt, Saul, für Gott ist es besser, dass du ihm gehorchst als irgendwelche Opfer. Und weil du ihm nicht gehorcht hast, wirst du verworfen als König. Und dann jetzt dieser Satz. Er sagt, ungehorsam ist genauso wie die Sünde der Wahrsagerei. Anders ausgedrückt, wenn du oder ich ungehorsam Gott gegenüber sind, dann ist es wie, wenn wir okkulte Praktiken betreiben. Das ist wie, wenn wir Wahrsagerei betreiben. Es ist wie, wenn wir Magie betreiben, okkulte Dinge. Weil Ungehorsam ist wie die Sünde von Wahrsagerei oder wie Götzendienst. Es öffnet die Tür zu Dämonen, wenn du und ich ungehorsam sind. Ich gebe ein Beispiel, ein ganz praktisches. Jesus hat den Weg gegeben. Er hat gesagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann folge mir. Kehre um und lebe ein neues Leben. Leg dein Leben ab. Er sagt, geht hin, mache zu Jüngern, verkündigt die gute Botschaft. Er hat lauter Dinge getan, dient euren Menschen. Wenn ich aus bewusster Entscheidung diese Dinge nicht tue und ungehorsam bin, dann öffnet es Türen zu Geistern, die uns in eine Schläfrigkeit hineinbringen, geistlich schlummern werden. Wir werden Dinge nicht mehr erkennen, wir werden geistlich nicht mehr wach sein. Es werden Dämonen kommen, die uns unfruchtbar machen, die uns in Unfruchtbarkeit gefangen halten. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir Frucht hier auf Erden bringen, hat er gesagt, und viel Frucht, damit der Vater verherrlicht wird. Ungehorsam ist genauso wie Wahrsagerei und es öffnet für Dämonen das Wirken des Teufels. Darum, wenn du jetzt merkst, hey, ich bin ungehorsam in Dingen in meinem Leben, kehr um, bitt Gott um Vergebung und fang an, Jesus zu folgen. Nicht aus Pflicht, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus ich gehöre dir. Du hast alles für mich gegeben. Falls du auch dich selbst analysieren möchtest, wir haben online einen Fragebogen, den du dir gratis runterladen kannst, wenn du hier auf diesen Link hier klickst. Und da kannst du dann, das ist ein Fragebogen, wo man einfach mehrere Bereiche durchgeht und sich selbst analysieren kann, hey, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Türen geöffnet habe oder geöffnet habe in meinem Leben, und damit ich sie schließe und anfange in der Wahrheit zu leben. Kannst du dir über diesen Link runterladen und das kann dir helfen, um in der Wahrheit zu wandeln. Wir kommen zum Ende dieses kurzen Videos. Im nächsten Video werden wir weiterschauen, was sind die offenen Türen, die Dämonen das Recht geben, in Menschenleben hineinzukommen und sie als Sklaven von Sünden gefangen zu halten. Bevor wir beenden, möchte ich dich nochmal erinnern, abonniere dich auf unserem YouTube-Channel hier und teile dieses Video auch an deine Freunde, wo du denkst, die brauchen dasselbe ausgerüstet, um ermutigt zu werden in diesem Bereich von Befreiung. Falls du mehr lernen möchtest über dieses Thema, dann schau online, wir haben eine Missionsschule 3 Monate lang, die ist da auch genauso Menschen wie dich, die Hunger haben, das Evangelium weiterzugeben und die Kraft des Geistes in ihrem Alltag zu leben und Jünger zu multiplizieren. 3 Monate Schule in Marseille. Und du wirst zugerüstet werden, es ist ein intensives Training. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.